Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt hier im Trainsim World 2 auf meinem Kanal Train Teacher. Und ja, meine Damen und Herren, wir sind gerade unterwegs auf der Strecke Hauptstrecke München-Augsburg und fahren heute eine S3 von Maisach, wenn mich nicht alles täuscht, in Richtung Diedershof. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aber wir sehen es auch gleich nochmal in der ZZA, da kann ich es dann nochmal korrigieren, also steinigt mich nicht gleich zu Beginn. Und ja, wir stehen hier gerade kurz vor dem Bahnhof Maisach, fahren jetzt gleich ein und wir müssen unseren Zug soweit nochmal kurz abfahrbereit machen. Wir sitzen schon drin im dunklen Führerstand und ja, es ist 17 Uhr. Also hier unten im Süden geht die Sonne schon etwas früher unter, bei mir ist es immer 18 Uhr gewesen. Und ja, dann würde ich erstmal zu Beginn sagen, machen wir mal kurz hier im FIS die Fahrplandaten für unseren Zugverband. So, es. Nicht Dachau. Moment. Deißenhofen. Ich glaube, das war's. S3 Deißenhofen, nicht Diedersberg oder so, hat keine Ahnung. Ich komme nicht von da. Deshalb, ja. Ich hoffe, ihr habt mal was ein bisschen zum Schmunzeln gehabt. Genau. So, die haben wir eingestellt, dann mit Shift und Steuerung und Numpad Enter jeweils. Also immer beides Numpad Enter, aber Shift und Steuerung. Dann SIFA, PZB und LZB, oder? Jawohl, ist jetzt an. Spitzlicht, ne, Instrumentenbeleuchtung machen wir mal schön hell. Spitzlicht. Okay, verändert sich irgendwie gar nichts. Fahrtrichtungswender rein und vorwärts. Sehr gut. Das sieht auch soweit schön aus. Dann müssen wir nochmal kurz gucken. Kann ich hier nochmal irgendwie, genau, das konnte ich noch anmachen. Und dann würde ich erstmal sagen, machen wir das nochmal schnell aus und fahren in Richtung Maisach ein. Da müssen wir jetzt nämlich irgendwie in 30 Sekunden halten. Genau. Und dann gehen wir die Türen frei. Unsere Fahrt geht heute bis nach München-Pasing. Nur. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, genießen wir jetzt unsere Fahrt. Sind schon wieder 10 km zu schnell hier. So. Und es wird auch lustig, weil ja, ich komme mit der Bremse noch nicht ganz so gut klar von der 425er, nee, von der 423er hier. Und wir haben auch eine kleine Besonderheit heute. Und zwar, geh mal weg, danke. Wir haben hier, ich sehe auch gerade PZBs ja gar nicht an. Müssen wir die gleich nochmal anmachen. Wir haben links das Bahnland Bayern-Logo drauf. Das habe ich nochmal schnell runtergeladen aus dem Resim-Forum. Zeige ich euch auch gleich sofort. Und so, jetzt gehen wir mal die Türen frei. So, da ist dieses Signal auch auf Fahrt gesprungen und die Fahrtleitung hat mich nicht vergessen. So, da ist sie, die PZB und LZB. Sehr gut. So, dann machen wir mal hier. Echt, das wollte ich noch machen, genau. Und zwar die Führer-Fahrgastraumbeleuchtung. Mache ich die nicht hier irgendwo an? Ne, Instrumentenbeleuchtung ist das. Bruchfahrplanleuchte. Bruchfahrplan. Nein, dann muss es hier links sein, wa? Ach, sag mal, hat er gar kein Licht für die Fahrgäste? Doch, muss doch hier geben, oder? Ist halt, nee. Moment mal ganz kurz. Türen verriegeln. Ich weiß, wir haben auch schon Abfahrt, aber das sieht mir da hinten echt ein bisschen zu düster aus, muss ich gestehen. Sag mal, geht das hier nicht irgendwo? Nee. Okay. Falls ihr das vielleicht wisst, ich habe nämlich im Handbuch. Ich gucke einfach gleich nochmal im Handbuch, weil ich glaube, dann habe ich das wahrscheinlich übersehen, weil schaut euch das mal an. Also einladen sieht es jetzt nicht aus. Aber das passend zur Halloween-Stimmung vielleicht, aber ansonsten eher nicht. Na gut. Dann fahren wir mal los. Machen hier nochmal das Licht aus. Machen wir die Buchfahrplanleuchte an, dann ist es nicht ganz so dunkel hier bei uns. Lösen die Bremsen und fahren dann jetzt mal entspannt Richtung München-Pasing. Ich checke mal ganz kurz meine Aufnahme. Ja, sieht alles gut aus soweit. Sehr schön. So, dann begrüßen wir auch nochmal die Fahrgäste. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord der S3. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Gerlinden Bahnsteig 1, gegen voraussichtlich 17:07 Uhr. Ach ja, ich wollte euch gerade noch das Logo zeigen, was man ja draußen sehen kann, aber das zeige ich euch gleich einfach nochmal in Ruhe. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich irgendwie den F1-Monitor nur so einstelle, dass man auch nur, sage ich mal, die 2,6 Kilometer sieht und
oben rechts das Signal, die nächste Signalfarbe. Ansonsten KMH unten rechts oder hier links oben die Ankunftszeit, die kann auch noch bleiben, aber das unten rechts kann dann auch weg. Oder da oben die Punktanzahl, ihr wisst doch, die Punktanzahl ist, glaube ich, so das Letzte, was uns hier interessiert während der Fahrt. Aber ich dachte mir, wir fahren auch nochmal mit der 423er, weil sie auch einfach mega nice aussieht. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und ich wollte euch nochmal ein kleines Update bezüglich Livestreams geben. Ein paar von euch haben es ja auch schon mitbekommen. Da hatte ich ja nochmal getestet, ob ich das irgendwie hinkriege. Kurz den Kollegen hier gelicht grüßt. Mit dem Livestreaming. Aber irgendwie hat es leider nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deshalb, also zumindest hat man es ja gesehen, es hat halt geruckelt und. Ja, die Qualität war auch nicht ganz so schön. Und bei meinem OBS, also meinem Open Broadcaster, das ist ja das Programm, mit dem ich livestreame und auch aufnehme, da wurde tatsächlich die Bitrate bei 11.000 beendet. Also das heißt, wenn ich gestreamt habe, dann hatte ich eigentlich eingestellt eine Bitrate von konstanten 15.000 oder so ungefähr halt. Aber der hat mir dann tatsächlich irgendwie bei 10.999, wurde ab und zu mal auch angezeigt, weil mein Internet, was ich aktuell habe, das schafft es auch weitaus mehr. Aber irgendwie ja, kam es da leider zu ein paar Problemen und es ging halt nicht drüber. Es hat dann irgendwie bei 11.000 Schluss gemacht. Und so hat YouTube dann auch irgendwann rumgemeckert und gesagt, nee, das ist leider nicht ganz so super, was du da machst. Und deshalb war es dann auch mit dem Livestreaming relativ schnell. Ich hatte dann so einen kleinen Probestream an, da waren nur 5, 6 zugeschaut, der war nicht angekündigt oder so. Und deshalb, ja, wird es wohl leider Herzens oder leider Gottes erstmal in der nächsten Zeit nicht so wirklich was mit Livestreaming. Obwohl ich mir das natürlich sehr gewünscht hätte. Aber ich bin da auch noch weiterhin dran. Denke nicht, dass ich jetzt da irgendwie sage, okay, es geht nicht, es klappt nicht. Ich werde auch einen Weg finden, hoffentlich. Und dann werden wir auch zusammen schön entspannt livestreamen können. So, jetzt steigen wir nochmal kurz aus. Gucken nochmal hier raus. Da ist es, Bahnland Bayern. Tief für dich ist leider irgendwie spiegelverkehrt. Ich guck mal kurz, ob ich hier rüber kann. Ah, hier ist es richtig rum. Okay. Lustig, dass es auf der anderen Seite spiegelverkehrt ist. Zeit für dich, nicht tief für dich. Alles klar. Ja. Zeit für dich. Genau. Das ist das Bahnland Bavaria Logo. So, ich glaube, wir müssen auch gleich weiter. Jetzt fragen sich die Fahrgäste hier ja, macht denn der Lokführer da unten diese Gurke? So, jetzt nochmal hier Tür zu. Können wir den Sitz ausklappen? Den können wir sogar ausklappen. Könnt ihr euch dann hinsetzen? Sehr schön. Na gut. Dann gucke ich nochmal ganz kurz, ob ich hier meine Hauptstrecke. Nee, finde ich nicht. Müssen wir mal kurz gucken. Train Simulator. Handbuch. So. Manuals. Ich glaube, hier habe ich es gefunden, was ich wollte. Nächste Station: Esting Bahnsteig 1. Aufstieg in Fahrtrichtung links. So, da hat sich die Seite auch zwar, wenn auch langsam, aber gerade stabil aufgebaut. Ich bin so ein Multitasking-Talent, dass wir jetzt hier schön alles nebenbei machen können. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich bin so gar nicht multitalentfähig. Multitalent sowieso nicht, aber Multitasking erst recht nicht. Also erwartet da nicht allzu viel, dass dann vielleicht noch zu einer Zwangse kommen kann oder sowas. Ich finde es auch so lustig, ich kann gar nicht mit der 423 bremsen. Also ich fahre auch relativ langsam ein. Ich probiere mich mal gleich ein bisschen mehr zu trauen. So, Train Simulator, Ruhr-Sieg Nord, Main-Spessart, Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ja, natürlich München-Augsburg haben sie nicht.
1-0-2. Nee, ist leider nicht mit dabei. Na gut. Falls es jemand vielleicht weiß von euch, wie man dann die Instrumentenbeleuchtung, sag ich schon, die Fahrgastraumbeleuchtung anmachen kann. Ach, wartet mal. Kann man das hier machen? Einen Moment. Noch gebe ich nicht aus. Wartet mal ganz kurz. Also machen wir jetzt während der Fahrt, damit wir nicht allzu viel Verspätung kriegen. Ihr hört mich schon im Hintergrund klicken. So, Grundbild. Okay, wisst ihr was? Ich habe nämlich noch einen anderen Trick im Ärmel. Und zwar, Ruhr-Sieg Nord war es nicht, Main-Spessart war es auch nicht. Rhein-Ruhr-Osten, glaube ich, war da, wo die 425 mitgeliefert wurde. Und jetzt gucken wir mal auf den Trick 17er Basisweg, ob da irgendwie vielleicht eine Tastenkombi für die Führerraum, also für die Fahrgastraumbeleuchtung dort drin ist. Weil wenn ja, dann werden wir die einfach nutzen, diese Tastenkombi. Hallo Kollege, kleiner Lichtgruß für dich. Nächste Station, Olching. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich muss euch gleich auch noch was ganz wirklich Geiles zeigen, wo ich auch nochmal Props für den Train Sim World raushauen muss. Obwohl in dem Bahnhof ist jetzt ein bisschen schlecht, aber ihr werdet es gleich sehen. So, na dann kommen wir zum Stehen hier, unsere schöne 423. Zwar nicht ganz so perfekt an der Harttafel, aber ist mir jetzt auch Latte. So, Türen sind freigegeben. Jetzt gucken wir mal hier. Fahrgast. Betrieb. Nein. Auch nicht. Licht. Okay, Licht ist ein vielseits verwendetes Wort hier drin. Beleuchtung. Findet da nichts zu. Alles klar. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal weiterfahren. So, guck ich mal, Tasten. Billy. Na, findet auch nichts zu. Manometer. Hey, Steam macht doch wirklich, also nicht Steam, sondern. Manuelle Türsteuerung. Nee. Schlau werde ich aus dieser Anleitung auch nicht. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist mal an die andere gehen, Rhein-Ruhr Hauptstrecke. Vielleicht finden wir da noch mal was Schönes. Ich finde irgendwie zwischen Fernlicht und der Einstellungsmodus in Train Sim World 2 Signallichter, den ihr jetzt seht, da ändert sich gar nicht viel auf der Straße. Also man sieht nicht mehr. Ist auch so ein kleiner Bug noch. Oh, ich sehe gerade, wir sind viel zu schnell. Hoppla. Das war übrigens hier gerade rechts der See, oder? Da haben wir es gerade gehört. Genau, wollte ich gerade sagen. Da hört man, glaube ich, bestimmt gleich diese kleinen Enten rumschnattern. Und da haben wir es auch nochmal gehört. So, Vorstellung: Rhein-Ruhr Hauptstrecke. Nein, 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 nein. Führerstand, Ziele einstellen. Einfach eine Bahnhof Türsteuerung. Okay. Nächste Station, Gröbenzell. Bahnsteig 1, Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Da auch der IC3, der Kollege. So, ich habe mich mal jetzt ein bisschen mehr getraut mit der Bremse. Okay, jetzt so langsam kriege ich es raus. Langsam kriege ich es raus, Freunde. Da könnt ihr jetzt mal ein bisschen stolz auf mich sein. Auch wenn wir jetzt trotzdem immer mehr Verspätung kriegen werden und wahrscheinlich am Ende circa 5 haben werden. So, jetzt kann ich es auch mal hier zeigen, was ich euch gerade so stolz zeigen wollte. Und zwar, die haben tatsächlich diesmal, die Jungs und Mädels von DTG haben tatsächlich das hier mit eingeführt. Schaut euch das mal an. Eine aktive ZZA an den Bahnhöfen oder an den Bahnsteigen vielmehr. Und der zeigt auch an die Verspätung. Approx 2 Minuten. Und wenn wir nur 1 Minute hätten, würde da auch approx 1 Minute stehen. Das ist ebenfalls, da haben sie mit dran gedacht. Der checkt tatsächlich die Zeit und gibt dann genau das wieder. Mega nice. Also Props an DTG an der Stelle. So, dann machen wir gleich mal ein schönes Thumbnail. Türen verriegeln. Stimmt, ich warte schon, bis die Türen zugehen, wie so ein Bob. So, Deisenhofen. Und dann mal schnell rein hier. Kein Wunder, dass wir auch so viel Verspätung haben, wenn wir hier so viel rumtrödeln, aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Wir freuen uns ja mal, dass die hier auch einiges Neues mit reinbringen. Cool. So, 2,9 Kilometer bis zum nächsten Halt. So. Aha. Von links nach rechts, Fahrgastraumbeleuchtung, Punkt 13. So, Punkt 13, wo ist er? Ah, jetzt habe ich es gefunden. Mensch, es war doch hier vorne, wartet mal. Oder? Fahrgastraumbeleuchtung, da, jetzt schaut mal, jetzt ist es auch hell hier drin. Jungs und Mädels. Hier. So, machen wir mal eine kleine Durchsage. Verehrte Fahrgäste, bitte verzeihen Sie, dass es am ersten Teil der Zugfahrt bisher zu keiner Beleuchtungsmöglichkeit kam. Ich habe dies nun erfolgreich mithilfe der Bordelektronik wiederherstellen können. Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Weiterfahrt. Ich habe mir schon wirklich gedacht, ey, ist es nicht wirklich da vorne? Und am Ende war es wirklich da. Super. Habe ich doch Trick 17 sogar noch am Ende geschafft, auch wenn ich mir jetzt hätte denken können, dass es da vorne war. Egal. So, jetzt bremsen wir auch nochmal schön geschmeidiger rein, sogar mit über 30 km/h noch. Nicht so wie bisher mit drunter. So, schön an der H-Tafel für einen Vollzug. Und Türfreigabe. Na super. Gucken wir mal, wo ist denn die H-Tafel? Wow, ich würde sogar schon sagen, das mit dem Bremsen wird auch immer besser. Boah, schaut euch das an, hätte ich ja nicht gedacht. Cool. So, Türen sind offen, wir können mal wieder rein. Ich glaube, jetzt nervt es mich langsam selber, dass wir hier die ganze Zeit aufstehen.
Und Türen können wir wieder schließen. Ich überprüfe nochmal ganz kurz hier meine Aufnahmefähigkeit. Okay, das sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal erstmal schön straight hier den Bahnhof. Huch. Na, das wollte ich gar nicht. München-Langwied. Das sieht gut aus. Bis Pasing sollten wir es dann auch noch mit der Aufnahmekapazität schaffen, weil dann meine Aufnahmefestplatte wahrscheinlich voll ist. Ich glaube, wir haben gerade gar keine Ansage gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Dafür haben sie eine Ansage gekriegt, dass wir das Licht hingekriegt haben. So. Also ich bin ganz stolz auf mich bisher. Ich will mich nicht zu früh loben, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache, wird eh noch irgendwas passieren. Irgendeinen Zwang kriege ich noch am Ende des Tages. Gut, gerade eben, das zählt nicht, wo dann der Zug ein bisschen runtergebremst ist, als wir aufgestanden sind, dann, wo ich gezeigt habe, dass das Licht funktioniert, weil wenn wir aufstehen, dann wird der Sieferttaster quasi nicht mehr gedrückt, indirekt. Und dann bremst er halt runter. Deshalb war das gerade so. Also nicht wundern diesbezüglich. So, ein bisschen in die Eisen gehen wir schon mal und jetzt gehen wir voll in die Eisen. So, bei den DTG-Signalen weiß man nie, deshalb, oder bei den Train-Symbol-Signalen, sagen wir mal so, deshalb bestätige ich das lieber. Schön. Und links die Türen freigeben. Ja, was ich gerade sagen wollte, war, der hat dann ein bisschen runtergebremst. Ich glaube, ist auch nicht jemals aufgefallen. Aber das ist irgendwie so, wir kennen ja die Zeit-zu-Zeit-Siefer, das wir nach 3 Sekunden bestätigen müssen. Und wie es eigentlich in echt ist mit der Siefer, dass man die auf dem Fuß gedrückt hält. Also den PZB. Wie sagt man jetzt? Die PZB-Pedale. Die PZB ist ja schon, die Siefer-Pedale. Und die Siefer-Pedale ist hier so umgesetzt. Tatsächlich ist es so ein Mischmasch. Wenn man im Führerstand sitzt, dann muss man nach 30 Sekunden bestätigen, dass man noch da ist. Aber man muss quasi nicht den Fuß gedrückt halten. Also wir müssen keine Taste gedrückt halten, aber in Wirklichkeit ist es im Spiel so simuliert, dass wir eine Taste quasi gedrückt halten in echt. Also im Spiel in echt quasi. Wir drücken zwar alle 30 Sekunden den Q-Knopf, damit wir keine Zwangs kriegen im Spiel, aber also im Spiel quasi ist es so umgesetzt, dass trotzdem der Fuß die ganze Zeit drauf ist und man mal kurz quasi den Fuß hochlässt und wieder runter. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ja, was möchte ich euch jetzt damit sagen? Wenn wir dann aufstehen, dann lassen wir den Taster, den Hebel, die Pedale, so meine ich das, in der nicht vorgegebenen Zeit hoch, also in zu früh, und dann bremst er quasi runter, dann löst er halt eine Zwangs aus. Aber in Wirklichkeit, ja, haben wir da keine direkte Zwangs gekriegt, sondern halt nur runtergebremst, weil wir nicht mehr gesessen haben. Wenn die PZB, sage ich die ganze Zeit, wenn die Siefer aus ist, dann passiert das auch nicht. Also, genau, nicht wundern. So, die 90 haben wir hier nochmal ab hier zu fahren. Jetzt bin ich auch gerade 4 Kammer schon drüber, zwar noch im Toleranzbereich, aber alles gut. Jetzt gucke ich nochmal kurz rein. Okay. Ach, wenn ich lustig bin, vielleicht fahren wir sogar noch ein bisschen weiter als München-Pasing. Weil wir es gerade so schön hingekriegt haben mit der Beleuchtung. Zwar funktioniert es noch nicht ganz so gut mit den Spitzlichtern, aber egal. Nächste Station, München-Pasing, Bahnsteig 6. So, hier leuchtet natürlich unser 1000 Hertz Magnet, muss er auch. Nein, bremst doch, ich krieg doch eine Zwangs, oh Gott. Junge, das Ding hat mir aber gerade einen Schock eingejagt, wirklich.
Der Ausstieg in München-Pasing befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Eigentlich hätten wir schon eine Zwangsi kriegen müssen, weil ich war über 85, aber glücklicherweise ist das Spiel zu unserem Vorteil gerade etwas blöd programmiert. Also zu der Hinsicht quasi, dass das jetzt nicht zu einer Zwangsi geführt hat. Ich sehe auch gerade, okay, ist unser Signal wohl auf Halt gesprungen? Ich meine, wir hätten eigentlich keinen Halt erwarten gehabt. Vielleicht vertue ich mich auch gerade, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wir hätten keinen Halt erwarten. So, jetzt gucken wir nochmal kurz raus hier. Ich muss einfach nochmal ein schönes Bildlein machen. Obwohl, wir können es auch mit der Kamera machen, müssen gar nicht dafür extra aussteigen. Dafür haben wir die ja. Na. Jetzt sieht man auch was. So, jetzt habe ich schon mal kurz Licht im Führerstand angemacht, damit man auch noch mal ein bisschen mehr sieht. So. Und was haben wir jetzt? Türen verriegeln. Obwohl, wir hätten die noch offen lassen können. Bis wir mit dem Kollegen hier durch sind, bis der vor uns raus ist, weil wir müssen jetzt noch bis nach München-Leim fahren. Aber wir müssen wahrscheinlich warten, bis der Zug vor uns weg ist. Außerdem hatte ich auch noch mal ein bisschen Lust auf dem LZB. So, jetzt wird hier wieder die. Dings angezeigt, die PZP sage ich die ganze Zeit, die FPS, ich weiß gar nicht, wie man das anmacht. So. Ausfahrt mit Halt erwarten. Na gut, eigentlich jetzt. Okay, wir sind zwar immer noch in der restriktiven, aber ist okay, schon mal besser als mit nur 25 auszufahren. Warten wir noch mal kurz. Da kommt noch mal. Ah, jetzt ist es auf Fahrt gesprungen. Sehr schön. Eigentlich hätten wir uns jetzt befreien können, aber wir können es eh hochbeschleunigen, sehe ich gerade. Signal hat ja Fahrt gezeigt, genau. Jetzt sind wir raus aus der Überwachung. Richtig, deshalb mussten wir es auch nicht nochmal bestätigen. Trotzdem hat zwar die weiße Leuchte geleuchtet. Das ist ja quasi als Wiederholerfunktion. Ah, jetzt sind wir sowieso in der LZB. Jetzt passt das sowieso ohne Probleme. Sehr gut. So, Geschwindigkeitswechsel ist schon an, die Leuchte. Wir fahren trotzdem ganz entspannt entgegen. So, jetzt wechselt er. Also kurz vor München-Leim ist wohl das rote Signal. Jetzt werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, dass sich interaktiv diese CZA vom Bahnsteig mit verändert hat. Also das jetzt nicht mehr steht 2 Minuten, sondern 3, 4, 5 Minuten oder sowas. Werdet ihr gleich sehen. Ich finde es auch einfach mega nice, dass man nichts mehr sieht, obwohl wir Spitzlichter vorne an haben. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Hallo Kollege, dir gebe ich jetzt erstmal keinen Lichtgruß von so weit da drüben. Ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Nächste Station, München-Leim.
Aus Solidarität mit der PZB drücken wir immer wachsam. Auch da so ein kleines süßes Blocksignal. Eine Blocktafel vielmehr. So, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Sind 7 Minuten zu spät, alles klar. Junge, wir werden immer später. Aber ich bin auch einmal 2015 mit der Münchner S-Bahn gefahren. Ich glaube, das erste Mal sogar dann in meinem Leben. Und ja, da kam sie einfach gar nicht. Für ganz lange Zeit. So, okay, wir sind schon wohl so spät, dass wir das hier gar nicht mehr angezeigt kriegen. Aber ich hätte es euch gerne gezeigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann da 5 Minuten stehen würde. Da oben der Pantograph. Ach, sieht einfach auch geil aus mit der Grafik. So, na dann schließen wir. Und wir lösen die Bremsen. Und ich wollte euch noch zeigen, hier, ihr seht, Spitzlichter sind an. Aber man sieht halt nichts wirklich. Also wir sehen es gleich, wenn wir ja aus dem Lichtbereich vorbei sind. So. Na dann. Nächste Station, München-Hirschgarten. So, jetzt sieht man hier halt nur ein bisschen das Gleis vor uns, aber man würde ja wesentlich mehr sehen. Also ihr wisst, was ich meine. Und jetzt dümpeln wir natürlich dem Kollegen vor uns hinterher, weil wir zu spät sind. Wurde der dann vorgeschickt, glaube ich. Nächste Station, München-Hirschgarten. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Okay, jetzt wird es immer dunkler. Man sieht einfach fast gar nichts mehr, als ob wir einfach schweben würden. Tut mir wirklich sehr leid an der Stelle, Leute. Kann auch sein, dass es mit meiner Grafik mal zu tun hat. Können wir mal berichten, ob es bei euch auch so ist, weil wenn ja, dann wird es ziemlich sicher an meiner Grafikmod liegen, die ich hier drin habe. Ich habe übrigens, was habe ich hier installiert? Reshade, genau. Aber auch nur ein bisschen, nicht viel. Ist sogar perfekt zum Stehen gekommen. Geil. Vielleicht muss ich einfach gar nicht mehr das Gleis sehen können, damit es klappt. Gucke ich mal ganz kurz hier, ob ich in die Reshade-Einstellung komme. Ne, da wollte ich nicht hin. Shift F2. Okay. Gut, dann beenden wir mal hier die Türfreigabe. Also wie gesagt, ein bisschen sieht man ja, dass die Spitzlichter an sind. Wenn man auch ranzoomt, sieht man es auch, aber ich glaube, es hat, wie gesagt, ziemlich viel mit meiner Grafikmod zu tun. Sie das irgendwie blockiert. Oder irgendwie durch eine Einstellung halt das Licht nicht mehr ganz so gut aussieht. So ein kleiner LZB, kleines LZB-Update, da links die DHL-Zustellbasis. Die man noch so ganz knapp erkennt. Ich glaube, das ist jetzt auch der vorletzte Halt. Nächste Station. München-Donnersberger Brücke. Aufstieg in Fahrtrichtung links. So, und falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum wir denn vielleicht nur bis München-Pasing gefahren wären, weil der, also ich finde persönlich, der Bereich hier nach München-Pasing war jetzt nicht mehr so spektakulär.
kennen wir ja auch schon, aber jetzt fahren wir es trotzdem mal, auch wenn man die Gleise nicht sieht. Und ich wusste es. Ich wusste, dass wir, wenn wir hier reinfahren werden, irgendwie das Aufstieg in Fahrtrichtung rechts sein wird. Da ist es jetzt auch so. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Davor hatten wir Glück, da hat die Ansage nicht funktioniert. So. Das ist wohl irgendwie so ein Secret, glaube ich. So, jetzt zeige ich euch das mal ganz kurz. Wenn wir hier aussteigen. Ich glaube, da sieht man das jetzt, ne? Genau. Deisenhofen. Aprox 4 Minuten circa. Okay. Super. Was müssen wir da jetzt machen? Das Signal zeigt halt erwarten. Oben links hat auch einfach schon die Zeit aufgehört zu funktionieren. Ach so, S-Bahn-Abschaltung. Da wird einfach gar nichts mehr angezeigt. Auch geil. Scheint, sind wir so spät. So. Können wir uns eigentlich hier reinsetzen? Nee, wa? Doch, kann man. Nee, kann man nicht. Ich dachte schon. So, München-Hackerbrücke. Richtig. Das ist der letzte Halt. Ich gucke nochmal in die Aufnahme. Ist noch genug Speicherplatz frei. Und damit verlassen wir dann auch unseren vorletzten Halt. Müssten jetzt hier theoretisch PZB Wachstand drücken, aber wir sind ja wie gesagt in der LZB-Überwachung. Ach nee, da ist sie die Anzeige wieder für den nächsten Halt. Aber wir sind 6 Minuten zu spät, also ganz so richtig ist es nicht, die ZZA, aber immerhin zeigt er über 4 Minuten an. Freuen wir uns doch mal lieber darüber. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass wir gar nicht mehr da einfahren können, weil der Kollege vor uns hier, der fährt da wahrscheinlich gar nicht mehr raus, wa? Ja, der hat nämlich ein rotes Signal, also das heißt, wir müssen die Fahrt jetzt eh beenden. Ah, leider. Na gut, meine Damen und Herren, dann würde ich einfach sagen, bedanke ich mich für die Mitfahrt, weil der wird jetzt hier nicht weiterfahren und der verschwindet dann irgendwie nicht im KI-Portal der Zug. Deshalb, ja, hätten wir jetzt auch. Obwohl, ist da gerade das Signal auf grün gesprungen? Doch, das ist auf grün gesprungen. Ich nehme alles zurück. Okay. Super. Dann können wir es sogar noch schön vollständig beenden. Fahren auch hier ganz entspannt mit einem schönen Block-LZB-Modus. Oder mit dem, sagen wir mal, angepassten für die S-Bahn München. Da ist dann auch sowas möglich, dass man dann so ein paar hundert Meter hintereinander stehen kann. So. Ja, ist ja gut. Ich wollte doch nur entspannt reinbremsen. Okay, da sind wir angekommen. Tatsächlich, ohne Zwangse. Ich hätte es nicht gedacht, Freunde. Ich bin ehrlich mit euch. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ihr wisst, wie es bei mir ist. Und dann gehen wir nochmal die Türen jetzt auf der linken Seite frei. Und machen den Führerstand soweit bereit für den Kollegen, der ab hier übernimmt. Haben wir auch die Ansage jetzt für den letzten Bahnhof vergessen, aber ist jetzt nicht weiter tragisch. Und dann gehen wir jetzt auch automatisch in die Auswertung rein. S3 Deißenhofen. Sehr schön. Ja, es gibt auch im Resum-Forum ein Pack, wo man sich das quasi das Redesign, indem man das Redesign rückgängig machen kann, quasi. Und dann fährt man mit den alten ZZAs, also mit denen, glaube ich, von die ZZAs ist es dann von Rhein-Ruhr-Hauptstrecke, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, aber wir sind soweit angekommen. Okay. Und jetzt fängt es an rumzubaggen. Das müssen wir uns jetzt nicht weiter anhören. Macht euch deswegen keine Sorgen. Ich mache einfach mal kurz hier über den Taskmanager. Ich will euch nämlich noch verabschieden. Na?
Obwohl, wir machen einfach mal kurz bei OBS. Auch nichts. Hallo? Na gut, Leute, dann würde ich einfach sagen, ja, geht doch. Sorry für diesen kleinen Soundspringer, aber ihr habt ja gesehen, es ging nicht wirklich anders. Wir sehen uns dann bei der nächsten Fahrt wieder. Ich habe das Spiel jetzt abrupt beendet. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt alle noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Mitfahren. Schreibt mir, wie es bei euch war mit der Beleuchtung. Bis zum nächsten Mal und ciao. Jetzt haben wir auch erstmal die letzten beiden Tage genug für 123, 425er Familie gefahren. War aber zuerst noch im Train Simulator unterwegs und jetzt nochmal hier im TSW. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt alle noch einen wunderbaren Tag und bleibt gesund. Ciao. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo.